times like this, we just never sleep. Der, auf den sie hier alle gespannt warten, fall asleep in the pit, hatte vor diesem Schritt immer wieder Angst. She got my heart in a choke. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gut, wir sind so stolz auf dich. Warum? Weil du das machst, was du machst. Nenad Mihailovic zieht heute vor Gericht. Er verklagt den Staat, weil er jahrelang auf eine Schule für geistig Behinderte gehen musste. Oh, Susanna, hallo. Hallo. Hi. Susanna Ohlen von RTL. Ich muss halt hier geht es um einen jungen Mann, der wirklich überhaupt gar keine Behinderung hat. Null. Und wie so jemand 12 Jahre lang in der geistig Behindertenschule sein kann und von einem Jahr ins nächste durchgereicht wird, ist mir ein absolutes Rätsel. Landgericht Köln. So, ich suche meine Anwältin. Wo ist Eva? Ich muss gucken. Mihailovic gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Erster Prozesstag. Noch nie hat in Deutschland jemand versucht, für die Zeit auf einer Förderschule Schadensersatz einzuklagen. Wegen vorenthaltener Bildung. Die Klage sorgt bundesweit für Aufsehen. Dürfte ich vielleicht noch ein Foto von dir machen? Kein Problem, machen wir ruhig. Mach mich ein Foto mal. Mit dem großen öffentlichen Interesse hatte kaum jemand gerechnet. Auch Nenad nicht. Mach nur. Kann er diesen Prozess gewinnen? Bitte Platz. Die juristische Hürde ist hoch. Nenad muss dem Gericht beweisen, dass seine damaligen Lehrer gegen Recht und Gesetz verstoßen haben. Dass sie eine Amtspflichtverletzung begangen haben. Dann müsste der Staat haften. Nenad Schadensersatz, womöglich sogar Schmerzensgeld zahlen. So eine Klage hat es in Deutschland bislang noch nicht gegeben. Nenads Prozessvorbereitungen begannen vor 2 Jahren, auf dem Weg zu einem Intelligenztest. Ich habe Angst, dass ich versage, weil ich nicht weiß, was in so einem Test vorkommen kann. Und es kommt ein Ergebnis, was mich als geistig behindert darstellt. Seine Anwältin schickte ihn zu einer Psychologin. Fürs Gericht brauche sie schwarz auf weiß, dass er normal intelligent und nicht geistig behindert ist. Vor diesem Gang hatte ihm gegraut. Als Nenad das erste und letzte Mal getestet wurde, war er 7 Jahre alt. Das Ergebnis damals: geistig behindert. Und heute? Die Psychologin Beate Gerstenberger-Ratzeburg führt den Test durch. Also Nenad hat sehr konzentriert gearbeitet, hat auch die Testanweisung schnell verstanden. Also er war sowas von fit, er hat sich gut unterhalten. Das ist bei einer geistigen Behinderung gar nicht möglich. Könnte es sein, dass man damals geistig behindert war und es heute nicht mehr ist? Nein, das geht nicht. Was geht nicht? Also man kann nicht aus der geistigen Behinderung herauswachsen. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Das Ergebnis dieses zweiten IQ-Tests liegt dem Gericht jetzt als Beweismittel vor. Keine Spur einer Behinderung. Nenad ist normal intelligent. Die Diagnose der Sonderpädagogen war also falsch. Aber war sie auch Unrecht? Hinter den Kulissen beginnt die Papierschlacht der Anwälte. Die haben sogar Fotos von meinem Zeugnis gemacht, um anderen Lehrern das zu zeigen. Es werden 1,5 Jahre vergehen, bis der Richter sein Urteil fällt. Vielen Dank, Nenad.
Wie konnte es zu so einer Fehleinschätzung kommen? Als Nenad mit 7 Jahren eingeschult wird, spricht er nur Romanes, die Sprache der Roma, aber kein Deutsch. In der Schule versteht Nenad nur Bahnhof. Er ist eingeschüchtert und bleibt stumm. Die Lehrer holen sich Unterstützung. Sonderpädagogen sollen herausfinden, was mit dem Kind nicht stimmt. Nenads Eltern, Roma aus Serbien, kommen in Deutschland selbst nicht gut zurecht. Ihrem Sohn können sie nicht helfen, sie wissen nicht wie. Die Sonderpädagogen sagen, der Junge gehört auf eine Schule für geistig Behinderte. Die Eltern stellen das nicht in Frage. Die Leute sagen mir, ja, du hast eine geistige Behinderung. Ein bisschen habe ich es angeglaubt, einmal als ich so geschockt war. Aber dann wieder, nee, das kann nicht sein. Was soll das? Ich kann rechnen bis 1000 und mehr. Keiner dachte daran, er gehört nicht hierhin. Ich habe es aufgegeben. Die haben mich auch aufgegeben. Ah, zu Hause. Dankeschön. Zu Hause, wo soll ich sonst sein? Nenad hatte sich auf der Sonderschule falsch gefühlt. Immer wieder hatte er seine Lehrer gebeten, die Schule wechseln zu dürfen. Als das nicht passierte, begann Nenad die Schule zu schwänzen. Ich war am Boden zerstört, da ich dachte, ich werde keine große Zukunft haben. Ich gehe auf so eine Schule, mit der ich nichts erreichen kann, nichts anfangen kann. Ich konnte kaum schlafen. Ich bin immer fast die ganze Nacht wach geblieben, wegen die Sorgen. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und bin aufgewacht und trotzdem war ich noch müde. Und dann, als ich 15 geworden bin, habe ich mich in einem McFit angemeldet, um Sport zu machen. Weil irgendwie hatte ich das Bedürfnis danach gehabt, sportlich zu sein. Ich war nicht einmal traurig, kein gar nichts, keine Depression. Ich war nur am Lachen. Ich war eigentlich sogar glücklich, weil ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben was erreicht habe. Und dann hatte ich eine sehr hohe Motivation gehabt, die Schule zu wechseln und etwas zu werden. Weil dann ich dachte mir, warum soll ich jetzt hier sein, wenn ich es noch schaffen kann? Ich habe es das wieder den Lehrern gesagt, ich will das und das. Die wie immer, die sagten, komm, regelmäßig zur Schule, sehen wir weiter. Das Gleiche. Wenn ich jetzt auf meinem Lebenslauf schreiben würde, ich fördere Schule geistige Entwicklung und es der Arbeitgeber sehen würde, er würde sich denken, was? Er würde sofort meine Bewerbung wegschmeißen. Weil ich schäme mich, wenn ich jemandem mein Zeugnis zeige, von der Schule ich war. Vergangenheitsbewältigung mit Hilfe einer Löschtaste. Ah, hi Eva. Wie geht's? Erst mit fast 18 Jahren, also kurz vor Ende der Schulpflicht, schafft es Nenad, die Sonderschule zu verlassen. Dabei geholfen hat ihm der Verein Mittendrin, eine Kölner Elterninitiative, die eigentlich dafür kämpft, dass behinderte Kinder nicht auf eine Sonderschule, sondern auf eine Regelschule gehen können. Gemeinsam mit allen anderen. Nenads Geschichte hat hier alle überrascht. Auch die Vereinsvorsitzende Eva Thoms. Nenad kam mir rein und sagte, ich bin da auf der geistig Behindertenschule auf dem Sandberg und ich will da runter. Und ich will einen Hauptschulabschluss machen. Und dann saß er hier und wenn man hier in der Beratungsstelle ist, hat man ja schon viele Geschichten gehört, aber dann sitzt ein durchaus eloquenter junger Mann vor einem und erzählt, dass er 12 Jahre auf der geistig Behindertenschule war. Mit Hilfe des Vereins Mittendrin meldet Nenad sich auf einem Berufskolleg an. Als einer der Besten in der Klasse holt er dort seine Hauptschulabschlüsse nach. Erst den nach Klasse 9, dann den 10er. Inzwischen setzt sich auch der Berufsstand der Sonderpädagogen mit seinem Fall auseinander.
In einer ersten Stellungnahme schreibt der Verband Sonderpädagogik VDS, Zitat, dass alle Lehrkräfte aller Lehrämter regelhaft bei allen Kindern und Jugendlichen erstellte Diagnosen überprüfen müssen, wie es das Gesetz vorsieht. Die Max-Wittmann-Schule in Dortmund, eine Förderschule für geistige Entwicklung. Eine von 116 Schulen in NRW für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. So, guten Morgen. Das ist Klasse 3a. Heute Morgen nur mit 4 Kindern. Normalerweise 11 Kinder. Und für den Morgen? Moment. Die sind nicht echt. Das sehe ich. Der Schuldirektor Frank Schmidt-Kamann. Die sind nicht echt. Mach's gut, tschüss. Auf diese Schule gehen Kinder, die von Geburt an geistig behindert sind, und Kinder, die erst in der Grundschule durch eine Entwicklungsstörung auffallen. Die Grundschule empfiehlt dann den Eltern zu prüfen, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. Diese Prüfung machen Sonderpädagogen wie Schmidt-Kamann. Er entscheidet mit seinem Gutachten über den weiteren Bildungsgang des Kindes. Morgen, Dominik. Dominik, Manuel wollte auch sprechen. Er wollte das eigentlich mit Sebi zusammen machen, aber wenn er heute nicht da ist. Und dann habe ich gehört, dass du das eventuell machst. Mindestens einmal im Jahr, so ist es in Nordrhein-Westfalen vorgeschrieben, muss der Förderbedarf des Schülers von den Klassenlehrern überprüft werden. Hier riecht's gut. Was gibt's heute zu essen? An einer Schule für geistige Entwicklung ist Englisch als Unterrichtsfach nicht vorgesehen. Genauso wenig naturwissenschaftliche Fächer wie Biologie oder Physik. Einen anerkannten Schulabschluss können die Schüler nicht machen. Es sind vor allem lebenspraktische Fähigkeiten, die vermittelt werden sollen, wie hier in der schuleigenen Küche. Unter den Köchen ist auch ein Flüchtling, Pascha aus Armenien. Ein junger Mann, den keine andere Schule aufnehmen wollte, weil er nicht alphabetisiert sei, erzählt der Schuldirektor. Und weil Pascha, als er nach Deutschland kam, noch kein Deutsch sprach. Was aber wird später aus solchen Jugendlichen? An der Max-Wittmann-Schule ist der Fall Nenad bekannt. Die Lehrer wissen, dass die Arbeit von Sonderpädagogen dadurch in der Kritik steht. Und wollen auch deswegen zeigen, wie sie hier arbeiten. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Kind auf eine Förderschule für geistige Entwicklung kommt? Der Schuldirektor und seine Kollegin Melanie Weber beschreiben das so. Unsere Schüler müssen kognitiv beeinträchtigt sein, erheblich. In ihrer Gesamtpersönlichkeit, das sind so Dinge wie psychische Beeinträchtigung eventuell oder ein bestimmtes Syndrom. Kinder gibt es sowas wie, also Autismus wäre eins dieser Syndrome. Und wir müssen eine gewisse Prognose, eine gewisse wirklich Prognose auf die Zukunft haben. Werden die ihr Leben selbstständig bewältigen können? Sehr, sehr häufig sind das emotionale Faktoren und ein wirklich stark eingeschränktes Selbstkonzept mit richtigen Verzerrungen, die dazu führen, dass einfach auch keine Lernerfahrungen in bestimmten Bereichen gemacht werden können. Und dann gibt es aber die andere Gruppe, Pascha, den haben wir heute Morgen kurz kennengelernt, der seit 3 Jahren hier in Deutschland lebt, die deutsche Sprache relativ gut inzwischen gelernt hat, der aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hätte, wenn man ihn, ohne dass ich jetzt weiß, was er im Unterricht leisten kann, aber der schon so alt ist, dass es gar keinen anderen schulischen Weg für den mehr gibt. Pascha ist an dieser Förderschule, damit er überhaupt beschult werden kann. Das mag im Moment die richtige Lösung sein, aber was passiert, wenn er die Schule verlässt und keinen Schulabschluss hat? Zurück nach Köln ins Gericht. Es ist Juni 2018. Über ein Jahr ist vergangen, seit Nenads Prozess begonnen hat. Das Interesse der Medien ist ungebrochen. Nenad hat beim Gericht einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt. Diese Form der Unterstützung soll auch armen Menschen ein Gerichtsverfahren ermöglichen.
Denn niemand soll auf sein Recht verzichten müssen, weil er zu wenig Geld hat, um vor Gericht zu ziehen. Nenads Antrag auf diese Hilfe wurde vom Gericht abgelehnt. Der Grund? Das Gericht geht davon aus, dass seine Klage keine Aussicht auf Erfolg hat. Der Prozess muss also mit Spendengeldern finanziert werden. Der Verein mittendrin hat gesammelt. Ein paar tausend Euro sind zusammengekommen. Aber das Gefühl, dass sogar das Gericht nicht an einen Erfolg für Nenad glaubt, zerrt an seinen Nerven. Es ist nicht der Tag, an dem das Urteil fallen wird. Aber heute wird sich zeigen, ob Nenad hier überhaupt noch eine Chance hat. Die Anwältin der Gegenseite hat bereits vorgetragen. Danach trügen die Pädagogen keine Schuld. Sie hätten gar nicht merken können, dass Nenad nicht geistig behindert ist. Dafür wäre er einfach zu selten an der Schule gewesen. Der Richter hat eine unabhängige Sachverständige beauftragt, den Fall zu begutachten. Gleich wird die Gutachterin dem Gericht ihre Ergebnisse vortragen. Es ist der entscheidende Tag. Haben Nenads Lehrer falsch gehandelt? Seine alte Schule. Ist doch total klein geworden. Ich habe eigentlich in dieser Schule gar nichts gelernt. Ich habe mir alles zu Hause beigebracht, wie man liest und perfekt rechnet. Zurück ins Gericht. Was für ein Gefühl hast du jetzt? Ich habe ein gutes Gefühl. Also es hat mich gefreut, dass eine Gutachterin gesagt hat, wie man eigentlich auf so eine Schule vorangehen muss und was alles getan werden muss, dass es gar keine falsche Einschätzung gibt. Glaubst du, du gewinnst den Prozess? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Die Gutachterin Irmtraut Schnell aus Frankfurt. Ja, das ist der Anfang meiner Beschäftigung mit dem Fall. Und da hatte ich aus den Zeugnissen, Gesprächsprotokollen, Bemerkungen einfach alles aufgelistet, was über das Kind bzw. den jungen Mann geschrieben wurde. In der Vorbereitung für heute habe ich mir das alles noch mal angeschaut. Und was hier grün markiert ist, das ist seine sprachliche Entwicklung, die von Jahr zu Jahr als positiver dargestellt wird. Ja? Und da an der Seite, das orangefarbene, sind seine Aktivitäten, auf eine andere Schule zu kommen. Ja, so ergab das dann ein Gesamtbild seiner Schulzeit mit den Bewertungen und auch den Oberflächlichkeiten ihm gegenüber. Die Gutachterin ist sicher, die Lehrer haben Fehler gemacht. Sie haben Nenads Potenzial gesehen, das ist aktenkundig. Aber sie haben nicht die richtigen Konsequenzen daraus gezogen.
dass das in großen Klassen, in Schulen, in allgemeinen Schulen der Sekundarstufe 1 oder auch in der Grundschule nicht für jedes Kind immer sehr sorgfältig geschehen kann. Das verstehe ich noch gerade. Aber an Sonderschulen mit kleinen Klassen und angeblich optimaler Förderung darf so etwas nicht passieren. In der Förderschule für geistige Entwicklung kommen in der Regel auf einen Sonderpädagogen 6 Schüler. Damit ist es die teuerste, aber auch die beste Lehrer-Schüler-Konstellation im deutschen Schulsystem. Dominik, in welcher Klasse bist du? Ich bin jetzt in der 12a. Und was für ein Fach ist das? Das ist hier die Wäschepflege. Und wir kriegen von den Klassen Wäsche und wir kümmern uns dann darum, machen sie eine Maschine, bügeln sie, mangeln sie. Und wofür ist das gut? Für die eigene Wohnung mal später. Das wird uns dann hier beigebracht. Doch machen wir das hier. Und ja, eigentlich finde ich es gut, dass es sowas hier gibt, weil man braucht es auch selber für sein eigenes Leben. Bist du geistig behindert? Ich bin nur, wie soll man sagen, ich habe eine Lernschwäche. Also gehen und so kann ich habe nur eine Lernschwäche. Und wieso bist du dann hier? Ja, hier wird es mir beigebracht, das Lesen und Schreiben. Weil auf einem Gymnasium geht's ja nicht. Ist ja schwierig, würde ich nicht schaffen. Aber hier wird es mir ordentlich beigebracht. Klappt auch. Ja? Ja. Und wieso bist du dann nicht auf eine Förderschule für Lernende gegangen? Das wurde damals so entschieden, einfach, dass ich hier hingehe, weil fanden viele besser als auf eine Lernschule. Wer fand es besser? Frau Dahn. Da wurden wir damals getestet und sie sagte dann, wir sollten auf der Max mitmachen. Und deine Eltern? Meine Eltern waren eigentlich dagegen, aber weil sie sagte, es ist besser, da haben sie okay gesagt. Was für einen Beruf wirst du damit dann später machen? Ich weiß es noch nicht so. Ich guck, weil ich habe ja viele Praktika gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich echt bin. Was wäre dein Traumberuf? So Hausmeister, Haustechniker oder sowas. Ja. Mal schauen. Du wirkst so gar nicht behindert. Ich weiß, sagen viele zu mir. Es ist leider nur die Lernschwäche, das ist das Problem. Es gibt ja viele Menschen, die Lernschwäche haben, aber... Der Gesetzgeber in NRW sieht vor, dass der Förderbedarf eines behinderten Schülers mindestens einmal im Jahr überprüft werden muss. So soll sichergestellt werden, dass diese Kinder die optimale Förderung bekommen. Wie an allen Schulen wird an der Max-Wittmann-Schule diese jährliche Überprüfung vom Lehrerteam selbst gemacht. Wie viele Schüler aus der Förderschule Geistige Entwicklung in eine andere Schule gewechselt sind, weil ihr Förderschwerpunkt verändert wurde, ist nicht bekannt. Es gibt dazu keine aktuellen Statistiken. Aber da sind sie gar nicht. Doch, da ist Manuel. Ach, da ist noch einer. Sauber, was macht ihr hier? Morgen Manuel. Alleine oder mit Herrn Petzold? In der schuleigenen Wohnung wird selbstständiges Leben trainiert. Nur ein Auge drauf. Ja. Was machst du hier in der Wohnung am liebsten? Staubsaugen? Nee, Rührei machen. Super. Für alle dann? Ja. Okay. Habt ihr schon Betten bezogen? Nein, noch nicht. Komm, lass das mal einfach so stehen und liegen. Nimmst du hier zwei Ecken? Nimmst! Ja, von zwei Ecken. Und dann das von zwei Ecken. Und dann. Ja, dann machst du die Knöpfe hier zu. Das ist der Innenraum auch gut.
schlafen kann. Was habt ihr für einen Schulabschluss dann? Gar keinen. Wir haben hier keinen Schulabschluss. Wir kriegen die Zeugnisse, wird über uns ein bisschen gesprochen, wie wir uns hier in der Schule verhalten haben und ja, was wir halt gut können. Entschuldige, wenn ich das so sage, für Außenstehenden seid ihr auf einer Förderschule für geistige Entwicklung, das heißt eigentlich geistig behindert. Ja. Ich wollte deinen Schuldirektor mal fragen, ob ihm das manchmal ein bisschen leid tut, dass dieser Stempel auf euch ist. Nee, mir tut das eigentlich nicht leid. Leid tut mir, wenn jemand von außen irgendwas Negatives über euch sagt. Passiert dir das? Was ist denn, wenn du zum Beispiel, sagst du das bei deinen Kumpels, zu welcher Schule du gehst? Ja, ich gehe. Gehst du Max Wittmann? Ja. Oder sagst du, ich gehe irgendwie zur Förderschule oder ich gehe nach Ewing, meine Schule ist in Ewing, du sagst es also nicht richtig. Ja. Also das tut mir leid, dass von außen her manchmal diskriminiert wird. Was ich erlebe, wenn die hier sind, auch Manuel zum Beispiel, der ist ja jetzt erst seit knapp zwei Jahren bist du hier. Ich bin im Sommer gekommen. Bist gar nicht so gerne gekommen am Anfang. Ja. Ich glaube, inzwischen fühlst du dich wohl und die meisten fühlen sich hier wohl, weil es hier sehr familiär ist. Also deswegen tut mir das nicht leid, dass die hier sind. Ich glaube manchmal, dass es in den anderen Schulen für die schwierig sein könnte. Also am Anfang, da war ich so, da dachte ich, die Schule wäre nichts für mich und hab gedacht, hier sind nur Behinderte, sind es auch teilweise, aber es gibt auch hier sehr viel Fittere. Und dann habe ich mich hier eingelebt und bin hier glücklich. Okay, ich glaube, jetzt können wir dich erstmal entlassen. Danke, hast du super gemacht. Vielen Dank. Ja, das macht er gut. Frank Schmidt-Kammann muss nur noch wenige Tage arbeiten. Dann geht er nach vielen Jahren im Schuldienst in Pension. Die Dreharbeiten am heutigen Tag sind eine seiner letzten Amtshandlungen. Er sagt, dass er stolz auf die Arbeit sei, die hier geleistet wird. Auf Stärken und Schwächen eines jeden Schülers werde hier individuell eingegangen. Das ermögliche die beste Förderung. Und das will er zeigen. Also, wir stellen jetzt aus. Wir schneiden erstmal Glas und aus dem Glas stellen wir so Rührstäbe her und. Nathalie, ich bin auch total aufgeregt hier, schon den ganzen Morgen. Das glaube ich gerne, den ganz trockenen das Mund. Muss auch wirklich. Das ist eigentlich bei jedem so, ne? Ja, genau, das ist bei jedem so. Friseur? Bitte? Friseur? Okay, findest du, dass ich beim Friseur war? Ja. Das war schon letzte Woche, dass du das gesehen hast. Ja. Ich war letzte Woche beim Friseur. Ja, toll. Alles klar. Okay, tschüss, Marcel. Tschüss. Wo wohnt der Schmidt-Kammann? Bitte? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Dortmund-Klein. Klein, wo ist das? Klein. Buchst du dir mal auf der Karte an? Ja, mach ich. Ja? Ja. Alles klar. So, jetzt müssen wir weiter. Die Mann wollen auch noch mal gefilmt werden. Geh weiter einfach. Gehen Sie. Bei den Schülern, mit denen ich es hier zu tun habe, ist für mich eine große innere Beruhigung, dass ich weiß, jeder, aber wirklich jeder Schüler, es sei denn, hat irgendwie, es gibt ein besonderes Lebensschicksal noch mal, was zuschlägt, jeder Schüler ist versorgt nach der Schule. Also entweder geht er in die Werkstatt für behinderte Menschen, okay, verdient zugegebenermaßen sehr wenig, sind hoch subventioniert, diese Plätze. Oder geht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und selbst wenn er da scheitert, hat er immer noch über eine ganze Weile immer noch die Möglichkeit, auch wieder zurückzukommen. Zurückkommen heißt zurück in die Behindertenwerkstatt. Nenad hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er hat die Welt der sozialen Einrichtungen für Behinderte endgültig verlassen. Er will draußen klarkommen. Und das fällt nicht immer leicht. Am Berufskolleg sei er gemobbt worden, sagt Nenad. Da habe er sich gewehrt, auch körperlich, und wieder angefangen zu schwänzen. Nenad musste die Schule vorzeitig verlassen, ohne Realschulabschluss. Mit dem Hauptschulabschluss in der Tasche sucht er jetzt eine Lehrstelle als Einzelhandelskaufmann. Vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen.
was ist seitdem passiert? Ich habe mich noch versucht, bei Mercedes mich zu bewerben, aber dafür braucht man ein Fachabi oder Abitur. Dann war ich auch noch auf dem Ausbildungs-Speed-Dating, da im Rhein-Energie-Stadion. Dort gab es sehr viele Unternehmen, die dort waren, da war auch Mercedes, da wollte ich mich auch bewerben, aber ich habe mit denen nur geredet und die Chemie zwischen dem Geschäftsführer, der da war, hat gepasst, nur der wollte halt Fachabi oder Abitur und der hat mir gesagt, du brauchst dich gar nicht zu bewerben, wenn du kein Fachabi hast. Ja, schade. Ja, rein. Ja, kommt rein. Ah, super. Mittagszeit. Catering-Service aus der Schulküche. So, kommt einfach mal hier rein. Ich glaube aber, wir müssen das so machen, dass ihr das hier auf meinen Schreibtisch stellt. Stellt es hier hin. Stellt es einfach hier ab und dann versorgen wir uns nachher selbst. Jetzt noch mal gucken, was da drauf steht. 11,20 Euro. Den musst du mitnehmen, damit die Bescheid wissen. Ja? Ja? Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss. Alles das, was Sie erzählt haben und das, was wir auch heute gesehen haben, ergibt den Eindruck, dass die Förderschule geistige Entwicklung ein Sammelbecken ist. Es ist eine Schule für Kinder, die Unterstützung brauchen. Nee, also die brauchen die Unterstützung, weil die eine geistige Behinderung haben. Ja? Ja. Selbst ich werde ja oft gefragt, was ist das? Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen Lernbehinderung und geistiger Behinderung und so? Und es ist wirklich diese Vielfalt, die wir hier auch heute gesehen haben und die wir auch dargestellt haben. Aber sie sind alle geistig behindert. Ja, es gibt eben diesen Graubereich, wo wir sehr genau gucken müssen und das auch tun. Aber jeder, der hier ist, hat definitiv eine geistige Behinderung. Wäre Ihnen denn so ein Fall wie Nenad passiert? Ich müsste jetzt zu einer langen Antwort ausholen und das tue ich auch. Ich gebe Ihnen nochmal diese lange Antwort. Ich will das nicht hundertprozentig ausschließen, dass das passiert ist, weil jede Schule, das betrifft aber nicht nur diese Förderschule geistige Entwicklung, das betrifft das Gymnasium genauso wie die Hauptschule. Ich glaube, dass es in jeder Schule Fälle gibt, wo Kinder an diesem System scheitern. Und das aus welchen Gründen auch immer. Das kann mit dem System oder mit der Schule, mit der einzelnen Schule zusammenhängen, kann mit dem Schulsystem zusammenhängen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube allerdings, wenn ich im Nachhinein das erfahren würde oder wenn wir das erfahren würden, dann würden wir uns, glaube ich, ziemliche Vorwürfe machen, dass uns das passiert wäre. Der Tag der Entscheidung. Wie hat der Richter im Nenad-Prozess geurteilt? Steht's nicht drauf. Warten auf den Anruf von Nenads Anwältin. Das ist die Anne. Ja, komm her. Ja, ich komm doch. Wir haben ein Grundurteil, das ist total super. Das bedeutet, er hat im Grunde nach quasi einen Anspruch auf Schadenersatz, ja. Und die gehen davon aus, dass er schon den Schulabschluss hätte mit 16 schaffen können. Haben die jetzt gesagt, er kriegt einen Schadenersatz, ist nur noch nicht klar, in welcher Höhe? Oder was sagen die damit? Ja, so ähnlich, genau. Ja, so ähnlich oder so? Ja, also da stand keine Summe drin. Also er hat einen Anspruch. Gut, das ist doch eine Aussage. Aber trotzdem, es ist ein Sieg. Ja, das sieht so aus. Ja. Ich freue mich. Ja, ich hoffe. Ich auch. Er freut sich gerade noch ein bisschen nach innen. Ja. Ja, also ich freue mich. Ich freue mich einfach, denn wir kämpfen schon seit... Ach ja, schon so lange, ne? Dann werde ich jetzt das Pressegespräch bestätigen. Mhm. Und dann sehen wir uns um 2 Uhr. Alles klar. Okay, danke dir. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja? Glückwunsch. Ja? Danke, danke. Danke. Cool, echt. Schade, ja, ich habe keine... Ich habe nicht so wie diese Freude wie ihr. Wow! Wie geht's dir? Wir beglückwünschen uns jetzt beide, ja? Blumen für seine Anwältin, Anneliese Quack. Dafür, dass du... diese 4 Jahre für mich kämpfst. Ein paar Tage später wird in der Urteilsbegründung zu lesen sein, dass Nenads Beschulung auf der Förderschule geistige Entwicklung, Zitat, unvertretbar gewesen sei. Seine Klage sei deswegen, Zitat,
absolut nachvollziehbar und zwingend gewesen. Soll ich sitzen bleiben, aufstehen? Ich bin eigentlich der Auffassung, dass das alleine, wie er sich als Kind, als junger Mann verhalten hat in dieser Schule, das drängte sich einfach auf, dass er keine geistige Behinderung hat. Und das dann immer weiter fortzuschreiben, unabhängig davon, ob dafür eine IQ-Testung erforderlich gewesen wäre. Ich meine halt gesunder Menschenverstand, auch wenn ich das jetzt mal so deutlich sage, der hätte vollkommen ausgereicht, um zu festzustellen, dass er keine geistige Behinderung hat. Genau. Da gab es keinen Dolmetscher, stimmt das? Es war ein sogenannter nonverbaler Test, den kann man angeblich machen, weil das Kind dann eben nicht in Deutsch antworten muss, sondern wohl nur zeigen muss. Aber mir hat man gesagt, dass dieser nonverbale Test ja auch auf Deutsch erläutert wird. Das heißt, er wird nicht alles verstanden haben. Hat dieses Urteil jetzt, oder zumindest dieser Teilerfolg, eine Signalwirkung? Also die Signalwirkung ist schon da, aber mit so einem Urteil ist sie natürlich ganz deutlich da. Und jetzt warten Sie auf einen Ausbildungsplatz oder schreiben Bewerbungen? Ja, ich habe mir das Problem. Ich meine, ich kann nicht auf meinen Lebenslauf schreiben, dass ich auf einer geistigen Entwicklungsschule war. Denn das ist mir auch relativ peinlich, wenn ich das so draufschreibe. So, ich weiß nicht, was die Arbeitgeber davon halten werden. Geschweige denn noch, ob sie sich noch bei mir melden werden dadurch. Ich kann es wirklich nur aus den Fällen, die ich bearbeitet habe, wo auch die Kinder eben falsch eingestuft wurden, so bestätigen, dass wenn die eben niemanden haben, auch keine Eltern haben, die sich entsprechend auch mit der entsprechenden Vehemenz kümmern, ja, dann bleiben die da hängen. Gab es von der Schule irgendeine Reaktion darauf, dass die jetzt zum Beispiel auch den Hauptschulabschluss hier erfolgreich? Nenads Prozess wirft Fragen auf. Ist er wirklich nur ein Einzelfall? In Nordrhein-Westfalen ist jetzt die Politik gefragt. Elternverbände fordern von ihr, der Bildungsministerin, eine unabhängige Überprüfung des sogenannten Förderbedarfs in den Schulen durch externe Gutachter. Noch hat die Politik darauf nicht reagiert. Die Landespressekonferenz im Düsseldorfer Landtag. Zu Gast die Schulministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer. Traditionell stellt sie hier ihr bildungspolitisches Programm vor. Dazu werden wir erhebliche zusätzliche Ressourcen bereitstellen, im Endausbau rund 6.000 zusätzliche Stellen. Das Land investiert damit bis zum Schuljahr 2024/25 über 3 Milliarden Euro mehr in die schulische Inklusion. Und ich setze darauf, dass unsere umfangreichen und vielfältigen Strategien zur Lehrergewinnung nach und nach greifen, denn jede Lehrerin zählt, jeder Lehrer zählt, auf jede Lehrkraft kommt es an. Wo wir gerade dabei sind, ich habe gestern gesehen, jetzt hat ja Rechtskraft auch erhalten, dieses Urteil im Fall Nenad, dass das Land Schadenersatz zahlen muss, weil der Junge zu Unrecht jahrelang auf der Förderschule war. Welche Schlüsse ziehen Sie eigentlich als Landesregierung daraus und können Sie sicher sein, dass das ein Einzelfall ist oder ob da noch mehr Schadenersatz fällig werden könnte für andere Schüler? Also ich kann nichts ausschließen an dieser Stelle, aber natürlich treffen wir entsprechende Vorsorge. Wir gehen auf der einen Seite ja den inklusiven Weg, wie ich gerade beschritten habe, massiv weiter. Das heißt, wir bauen die schulische Inklusion ja aus. Auf der anderen Seite erhalten wir flächendeckend ein Förderschulangebot. Aber natürlich sind gerade durch das Urteil, aber auch darüber hinaus unsere Lehrerinnen und Lehrer sensibilisiert, hier entsprechend auf dieses Kind immer wieder zu schauen, dass solche Fälle tatsächlich am Ende des Tages auch Einzelfälle bleiben. Wie es weitergeht in diesem Zusammenhang in Bezug auch auf die Schadensersatzforderung, das liegt alles bei der Bezirksregierung. Dann bedanken wir uns dafür, dass Sie heute hier waren und uns das vorgestellt haben. Ob solche Fälle, wie es sich die Ministerin wünscht, Einzelfälle bleiben? Bereits 2013 monierten Prüfer des Landesrechnungshofs von NRW die Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in öffentlichen Förderschulen. Diese Überprüfung führe, Zitat, nur in sehr wenigen Fällen zu einer Rückschulung in die allgemeine Schule.
Weitaus häufiger führe sie zu einem Wechsel in die Gruppe der Schwerstbehinderten. Die Begründungen für diese Änderungen aber seien, Zitat, häufig objektiv nicht nachvollziehbar. Spätestens mit dem Urteil im Nenad-Prozess müsse die Überprüfung des Förderbedarfs doch endlich auf den Prüfstand, fordern mit den Elternverbänden jetzt auch die Grünen im Landtag. Ein paar Tage nach der Pressekonferenz teilt das Schulministerium mit, es sei eine Dienstanweisung herausgegeben worden. Darin werde noch einmal auf die vorgeschriebene jährliche Überprüfung des Förderbedarfs durch die Lehrer hingewiesen. Von einer unabhängigen Überprüfung durch externe Gutachter ist nicht die Rede. Der Kölner Stadtteil Höhenberg. Gleich um die Ecke die Filiale eines großen Supermarkts, der Auszubildende sucht. Eine Chance für Nenad? Er soll erst mal auf Probe arbeiten. Heute hat er angefangen. Wie war dein Tag? Wie arbeiten so ist? Anstrengend. Eigentlich musste ich um 7 Uhr da sein, aber ich bin extra eine Stunde vorher gekommen, um den Chef davon zu überzeugen, mich für eine Ausbildung anzunehmen. Ich will auch die Ausbildung, keine Rede, keine Frage. Und ich denke, ich habe heute schon mein Bestes gegeben. Erzähl mal, was hast du gemacht? Ja, Waren verräumt, aufgeräumt, Pappe gepresst, Tische aufgeräumt. Gebacken, zum allerersten Mal gebacken und sogar zum allerersten Mal mit einer Kasse geguckt. Die Filialleiterin, die sagte mir, bei der Kasse muss man nicht rechnen, nur hochzählen. Aber ich habe automatisch gerechnet. Wenn ich auf dieser Schule noch gewesen wäre, da auf dem Paul Sandberg, also Geistige Entwicklungsschule, dann wäre ich tatsächlich jetzt auf. Was ist oft? Dann wäre ich in einem Werkstatt für geistige Behinderte und hätte, glaube ich, schon gar keine Perspektive gehabt. Hast du so eine Werkstatt damals mal von innen gesehen? Doch, habe ich. Das war für mich die Hölle. Und jetzt? Und jetzt bin ich, so wie all die anderen, auf eine normale Arbeitstour. Auf einen normalen Arbeitsmarkt. Und meinst du, du wirst es schaffen? Klar. Ich habe das Gefühl, dass ich es schaffen kann. Schaffen werde. But human time gets old.